Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe WNLerinnen, zu vertrauter Stunde, zu schon fast vertrauten Themen, zu schon einem fast vertrauten Wochentag treffen wir uns jetzt schon seit 4 Wochen regelmäßig zu neuen Updates mit steuerrechtlichem und arbeitsrechtlichem Wissen für Ihre Praxen rund um das Thema Corona. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Mein Name ist immer noch Christine Wernze. Diese Webinare leben von ihrer Aktualität. Es ist uns zum Beispiel in den letzten beiden Wochen passiert, dass schon Tage später die Aussagen an einer Stelle auch mal wieder korrigiert werden mussten, weil sie am nächsten Tag schon nicht mehr wahr waren. Und deshalb hat uns das motiviert, diese wöchentlichen Updates beizubehalten. Unser heutiges Thema heißt auch Update zu Corona und Steuern. Und wir haben dem sogar die Unterüberschrift gegeben, was hat sich in der letzten Woche getan? Es wird sein, wie beim letzten Mal, die Fragen, die auftauchen oder die Sie nebenbei stellen können oder schon gestellt haben, werden wir am Schluss beantworten. Sie brauchen wieder nicht mitzuschreiben. Inzwischen haben wir schon mit unseren Referenten fast alle Bundesländer besucht. Diese Woche ist es das Bundesland NRW. Ich begrüße meinen Kollegen Christian Johannes aus der Kanzlei in Köln und übergebe das Wort an Herrn Johannes. Ja, vielen Dank, Frau Wernze. Einen schönen guten Abend auch von mir und herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass alle so zahlreich virtuell erschienen sind. Das Alternativprogramm ist ja wahrscheinlich immer noch die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin zu den Lockerungsübungen, die auf uns warten. Wir machen aber unsere Lockerungsübungen zum Thema Corona und Steuern. Was hat sich in der letzten Woche getan? Und insbesondere auch nicht nur im Bereich Steuern, sondern auch Kredite, Soforthilfen, Liquidität. So, mein Name ist Christian Johannes. Ich bin Steuerberater und leite die ETL Advisa Steuerberatungsgesellschaft hier in Köln. Wir sitzen am Kaiser-Wilhelm-Ring, direkt in Neustadt Nord, so heißt, glaube ich, das Stadtviertel, am Ring. Und ja, ich gucke auf den Dom, wenn ich mich aus Richtung Fenster lehne. Ich bin 49 Jahre alt und mache seit über 25 Jahren Steuerberatung und seit 20 Jahren überwiegend für Mediziner und erfreulicherweise auch für viele Medizinerinnen. Wenn jemand Fragen hat, da sieht man auch meine Kontaktdaten und meine Mobilnummer. Kann auch gerne ein Foto machen und sich bei mir melden. Nach meiner Erfahrung aus den letzten Wochen ist immer noch die wichtigste Frage seit den einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Frage, wie steht es um meine Liquidität? Die Maßnahmen betreffen alle in mehr oder weniger stark, einige gesundheitlich, die meisten wirtschaftlich und auf jeden Fall auch Sie. Die Praxen laufen bestenfalls im Notfallbetrieb. Manche mehr, manche weniger, einige fast stillgelegt. So ist unsere Erfahrung. An allererster Stelle steht aus unserer Sicht die Zahlungsfähigkeit der Praxisinhaber. Das heißt, ganz salopp gesagt, bevor man sich mit dem Finanzamt, Sozialversicherung oder anderen Leuten streitet, kann man ruhig zurzeit. Das ist besser als mit Lieferanten, Mitarbeitern und anderen Geschäftspartnern. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal gemacht hat. Für uns Steuerberater ist das natürlich etwas häufiger, um nicht zu sagen tägliches Brot. So eine Liquiditätsplanung kann man auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Damit meine ich, ich muss dafür keine tolle App herunterladen oder keine tolle Anwendung und kein tolles Programm, sondern ich habe verschiedenste Möglichkeiten. Manche machen das wirklich noch in Papier, indem die einfach die Rechnungen nehmen und die laufenden Verträge und die Kontoauszüge und ganz normal aufschreiben, was Sache ist.
Andere nehmen eine Excel-Tabelle. Wir Steuerberater nehmen sowas ja furchtbar gerne, weil wir damit schön rumrechnen können. Wie geht nun so eine Liquiditätsplanung? Erstens, mit welchen Einnahmen kann ich überhaupt rechnen? Zum Beispiel die Abschläge der KV oder KZV bei den Zahnärzten, IZE, PA und Kieferbruchzahlungen für Februar, Restzahlungen für Vorquartale, Einnahmen von Privatpatienten und Einnahmen von IGL-Leistungen, die vor der Krise entstanden sind. Das sind die Einnahmen, mit denen, glaube ich, jeder Praxisinhaber hoffentlich rechnen kann. Dann die zweite Frage, die man sich stellen muss: Welche Ausgaben, zum Beispiel Miete, Personalkosten, Zinsen, Leasingraten, Tilgungen von Krediten und vieles andere, laufen denn weiter? Und welche Eingangsrechnungen, zum Beispiel für Praxisbedarf, Labormaterial und anderen Sachen aus der Zeit vor Beginn der Krise, also vor dem Lockdown, sind noch unbezahlt und müssen noch bezahlt werden? Und aus diesen drei im Grunde relativ einfachen, ja, virtuellen Häufchen kann man relativ gut ermitteln, reichen die Einnahmen, die noch kommen, aus, um die noch offenen Rechnungen und die laufenden Kosten denn zu bezahlen? Wenn man das positiv beantworten kann, ist das schon mal prima. Wenn nicht, muss man Maßnahmen ergreifen. Ganz wichtige Fragen sind dabei auch: Welche Kreditlinien habe ich überhaupt auf meinen Geschäftskonten? Da erleichtert ein Blick in die Bankverträge oder Kreditverträge, welche Linien ich habe. Oder man schreibt eine E-Mail an seinen Bankberater. Dann ganz wichtig: Wie sind die aktuell überhaupt ausgenutzt? Das heißt, wie sind die Kontenstände? Daraus ergibt sich, welche Liquiditätsreserven ich über meine Kontokorrentkredite noch habe. Eine ganz entscheidende Frage ist: Investitionen, die ich geplant und vielleicht auch schon bestellt habe, kann ich die vielleicht nochmal zurückstellen? Wir haben Mandanten, die haben Praxisgeräte bestellt. Die stehen zur Lieferung an. Die dachten, sie könnten die aus dem Laufenden bezahlen. Also aus dem laufenden Mitteln auf dem Konto. Abgesehen davon, dass es immer eine Frage ist, ob das sinnvoll ist, Investitionen aus dem laufenden Konto zu bezahlen, muss man hier die Frage stellen: Können die das zurzeit überhaupt? Und wenn ja, oder wenn nein, besser gesagt, kann der Hersteller oder Lieferant das Gerät erstmal zur Seite stellen und sagen, ich liefere das später. Da hilft nur ein klärendes Gespräch mit dem Lieferanten. Wenn das nicht geht, dann muss man mit der Bank sprechen, aber dazu kommen wir noch. Dann ganz wichtige Frage: Können Privatentnahmen aus dem Praxiskonto zumindest vorübergehend verringert werden? Wenn das so ist, ist es gut. Viele sind aber darauf angewiesen, dass die mit dem Gehalt in Anführungsstrichen, was die aus der Praxis entnehmen, ihre laufenden privaten Kosten bezahlen. Nicht alle können sich das leisten, die Privatentnahmen so weit runterzufahren, dass es gegen Null geht. Das bedeutet aber auch, dass man auch sich einen Überblick über seine laufenden privaten Verpflichtungen und laufenden Ausgaben verschaffen sollte. Ähnlich wie bei der Praxis. Wenn man diese Liquiditätsplanung denn erstellt hat, dann ergeben sich daraus einige praktische Fragen. Zum Beispiel: Kann ich Kreditraten aussetzen? Ich bin sicher, ganz viele von Ihnen haben von dem sogenannten Moratorium der Bundesregierung gehört, das nichts anderes ist als eine kleine Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches, in dem drin steht, dass ich Kredite für 3 Monate nicht bedienen muss. Die schlechte Nachricht: Das gilt bei sogenannten Verbraucherkrediten. Das heißt, Privatkonsumenten können Darlehen für ihre Immobilie, die sie selber nutzen, zumindest 3 Monate lang nicht bedienen, ohne dass die Bank diese Kredite kündigen kann. Das bedeutet, die 3 Monate werden nachher ans Ende der Darlehenstilgung gehangen. Man zahlt einfach länger ab. Praxiskredite sind von dieser gesetzlichen Regelung grundsätzlich nicht umfasst. Das ist die schlechte Nachricht.
Die wiederum ganz gute Nachricht ist natürlich, man kann mit den Banken über Stundungen reden. Da möchte ich gleich auch noch einige persönliche Erfahrungen berichten. Bei der Apotheker- und Ärztebank besteht die Möglichkeit zu Stunden. Die Umsetzung von solchen Stundungen von KfW-Darlehen ist allerdings mit einem unglaublichen Aufwand verbunden. Das sagen die Bankberater selbst. Im Grunde wird der komplette Kreditvertrag bei der Bank intern neu aufgerollt und die Kreditwürdigkeit des Kunden geprüft. Das machen die auch nicht unbedingt, um sie alle zu ärgern, sondern weil die gegenüber der KfW für ihre Angaben gerade stehen. Das heißt, die haften für die Richtigkeit. Und auch wenn der Kredit ausfällt, dann sucht die KfW auch gerne Mittel und Wege, um die Bank in Haftung zu nehmen. Nach unserer Erfahrung arbeitet die Apotheker- und Ärztebank sehr gerne stattdessen mit einer pauschalen Erhöhung von Kontokorrentlinien oder auch mit einem eigenen Kreditprogramm. Das geht sogar relativ unbürokratisch. Also ich habe letztens an einem Freitagnachmittag mit einer Kundenberaterin die Verdoppelung einer Kontokorrentkreditlinie von 100 auf 200.000 Euro innerhalb von 10 Minuten besprochen. Also war einfach. Daneben kann ich natürlich auch ganz normale Hausbankdarlehen beantragen. Wer sich fragt, was der Unterschied zwischen KfW-Darlehen und Hausbankdarlehen ist: KfW-Darlehen sind Staatsgelder. KfW bedeutet Kreditanstalt für Wiederaufbau. Darlehen sind oder staatliche Darlehen, werden die Darlehensnehmer auch genau geprüft. Ich habe hier mal in der nächsten Folie das APO-Bank-Programm Corona-Liquidhilfe aufgeführt mit den einzelnen Eckpunkten. Das Volumen geht von 25.000 bis 250.000 Euro. Das ist eigentlich ganz flexibel. Der Zinssatz beträgt 2,9%. Das ist jetzt nicht 1% wie bei einem Hypothekenkredit oder bei einem KfW-Darlehen, aber ganz okay. Die Laufzeit sind 12 Monate und ich muss erstmal 4 Monate keine Tilgung leisten. Danach habe ich 5 bis 12 Monate Zeit, um eine Tilgung zu erbringen. Wenn das nicht klappt, kann ich mit der Bank auch reden. Es kostet keine Vorfälligkeitsgebühren, keine Bearbeitungsgebühren und es gibt erfreulicherweise ein vereinfachtes Prüfverfahren seitens der Bank. Das heißt, die wollen die Unterlagen, die sie immer so wollen. Aktuellen Steuerbescheid, eine Kopie der aktuellen Steuererklärung, eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung und einen Jahresabschluss. Die Kollegen der APO-Bank von der Deutschen Bank haben ein Programm Tilgungsstundung aufgelegt, das relativ flexibel zumindest sich anhört. Entweder kann ich nur die Tilgung stunden oder aber die komplette Rate, die besteht aus Tilgung und Zinsen. Die Laufzeit dieses Programms beträgt maximal 6 Monate, weil die Deutsche Bank zuversichtlich ist, dass danach alles wieder in Tritt kommt. Das Rating wird danach platziert, wie es am 31.12.2019 gewesen wäre. Das heißt, eine etwaige Verschlechterung des Ratings interessiert die Deutsche Bank zumindest erstmal nicht. Das ist eigentlich gut. Auch die Unterlagen, die man da vorlegen muss, sind eigentlich Standardunterlagen, nämlich eine Einnahmenüberschussrechnung für 2018, eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung aus Dezember 2019 und man muss ein paar Fragen beantworten. Die kommen in der übernächsten Folie. Hier sehen Sie mal die Fragen, die die Bank den Kunden stellt, wenn man solche Stundungsanträge stellt. Wie hoch ist denn Ihr Liquiditätsbedarf? Für wie viele Monate und ab wann genau benötigen Sie die Liquidität? Wenn Sie die Liquiditätsplanung vorher gemacht haben, können Sie die Frage relativ schlank beantworten. Dann, wie hoch waren Ihre durchschnittlichen monatlichen Fixkosten in 2019?
wer jetzt erstmal zusammenzuckt und denkt, das weiß ich nicht, das ist gar nicht schlimm. Ein Blick in die BWA Dezember 2019 zeigt die jährlichen Kosten, die teilt man einfach durch 12, dann hat man die durchschnittlichen monatlichen Fixkosten. Wie hoch war davon Ihr Liquiditätsbedarf monatlich, ergibt sich eigentlich, wenn man das weiß. Weil Fixkosten minus Abschreibung ergibt den Liquiditätsbedarf. Warum ziehe ich die Abschreibung ab? Die Abschreibung mindert alleine den steuerlichen Gewinn, aber nicht Ihr Geld. Denn das Geld haben Sie ja schon bei der Investition selbst bezahlt. Aber die Erläuterung des Begriffs Abschreibung wäre eigentlich ein eigenes VNL-Seminar, nach meiner Erfahrung. Dann, wie hoch war Ihr durchschnittlicher monatlicher Kapitaldienst in 2019? Das ist die Summe aller Darlehensraten, die Sie in 2019 für Praxisdarlehen bezahlt haben. Kann man auch relativ einfach aus der BWA oder der Summen- und Seitenliste 2019 ablesen. Dann möchten Sie direkte Hilfen im Rahmen des Schutzschirmes, zum Beispiel Kreditanstalt für Wiederaufbau, von der Landesbank, von der Bürgschaftsbank, von Land oder Bund in Anspruch nehmen, ja oder nein? Da werden viele sagen, ja, ich hätte gern Sofortzuschuss. Da muss er ja sagen. Darlehen der Bürgschaftsbank sind ein derartiger bürokratischer Albtraum, dass das eigentlich nur was für mittelständische Unternehmen ist und nicht für Mediziner. Die weiteren Fragen sind, das sind echt Fragen, die Bankberater den Mandanten gestellt haben. Bitte bestätigen Sie mir, dass bisher kein weiterer Antrag auf direkte Hilfe im Rahmen des Schutzschirms gestellt wurde. Wenn doch, dann benötige ich die Angaben der Banken, Anzahl der Anträge, die Programme und das beantragte Volumen. Das fragen die Kundenberater deswegen, weil die natürlich nicht Mitnahmeeffekte und Doppelförderungen wollen. Letzten Endes reichen die Gelder aus, die relativ ungesichert und ungeprüft vergeben werden und möchten nicht, dass dann jemand sich mit Liquidität eindeckt, die er nachher vielleicht gar nicht gebraucht hat oder die er nicht zurückzahlen kann. Nicht zurückzahlen können ist für Banken, wie wir wissen, das Allerschlimmste. Dann haben die Geld rausgegeben, was sie nicht mehr wiederkriegen. Bitte bestätigen Sie mir, dass die benötigte Unterstützung ausschließlich aus der aktuellen Situation im Rahmen von Covid-19 entstanden ist. Ich denke, das können alle mit einem Ja bestätigen. Also ich wüsste keinen Mandanten, der nicht wirtschaftlich betroffen ist. Es sei denn, er ist Pharmahersteller und forscht gerade an einem Gegenmittel oder er stellt Schutzmasken her. Leider berate ich keine von diesen Firmen. Dann bitte bestätigen Sie mir, dass Sie keinen Insolvenzantrag gestellt haben bzw. in den nächsten Wochen stellen werden. Das ist eine lustige Frage. Damit man überhaupt keine Insolvenz beantragen muss, will man ja Liquidität. Und zweitens ist Mediziner oder eine Ärztin oder ein Arzt, die Insolvenz beantragen muss, da muss schon eine Menge passieren. Nach meiner Erfahrung betrifft das eher gewerbliche Kunden. Aber das ist der Fragenkatalog, der auch von den Medizinerberatern der Banken gestellt wird. Dann habe ich hier noch in der nächsten Folie das KfW-Programm Nummer 47, KMU. KMU meint kleine und mittelständische Unternehmen. Darunter fallen tatsächlich aber auch Arzt- und Zahnarztpraxen. Diese Kredite leben davon, dass die Bürgschaftsbank eines jeden Bundeslandes, die zu 90% von der Haftung freistellt. Das heißt, wenn das Darlehen nicht zurückgezahlt werden kann, dann zahlt 90% de facto der Steuerzahler. Das Unternehmen muss 5 Jahre am Markt sein, darf nicht mehr als 250 Arbeiter. Eine APO-Bank nicht schlechter als 2C sein. Das haben wir jetzt schon einmal erlebt, dass das Rating schlechter war. Dann muss man diskutieren und dann gibt es möglicherweise andere Möglichkeiten, die teurer sind. Die Unterlagen, die man, also Zinssatz, der variiert eigentlich gar nicht, sondern ist meistens 1%, ist also konkurrenzlos günstig. Und ich kann das über 12 Monate abrufen.
Und ich muss das ein Jahr lang nicht tilgen und kann zwischen 2 und 5 Jahren Laufzeit wählen. Also wer es schafft, entsprechende Darlehensmittel in 2 Jahren zurückzuzahlen, der hat meine Hochachtung, da wir ja meistens von bis zu 100.000 Euro oder mehr reden, dann wäre das relativ sportlich, das jeden Monat so schnell zurückzuzahlen. Die Unterlagen, die man da vorlegen muss, sind die letzten beiden Jahresabschlüsse, eine aktuelle betriebswirtschaftliche Hausbank und ein Einkommensteuerbescheid 2018. Eine Sache noch, das KfW-Programm geht, wie alle KfW-Programme, nur über die Hausbank. Also direkt bei der KfW anrufen, funktioniert nicht. Hat tatsächlich vorletzte Woche ein Mandant gemacht, ein Radiologe, dem haben die beschieden, er möge bei seiner Hausbank nachfragen. Also geht relativ schnell. Also bitte immer Kundenberater der Bank fragen. Unsere Erfahrung mit Banken bei Stundungsanträgen sind gemischt. Hier zum Beispiel habe ich eine Erfahrung mit einer Sparkasse aus dem nördlichen Ruhrgebiet. Da sollte man meinen, Sparkassen sind Staatsbanken, die sollen die Wirtschaft fördern und den Kunden helfen, gerade in solchen Krisenzeiten. Der Kunde hat einfach gefragt, ob er mal 3 Monate die Kreditraten für die Praxisimmobilie und für die Praxis stunden kann. Daraufhin kam eine 2-seitige E-Mail seines Kundenberaters, in der hier auszugsweise die Dinge aufgeführt sind. Der wollte, dass ein Antrag auf Stundung der Sozialabgaben gestellt wird. Der wollte eine Liquiditätsplanung unter Erläuterung der Corona-Effekte und unter Einbeziehung aller Maßnahmen, also Mietreduzierung, Kurzarbeit und was einem sonst noch so einfällt. Und nächste Frage. Können Sie Ihre Steuern stunden und deswegen weniger Geld entnehmen? Das ist nur ein Auszug aus einer etwas längeren Liste und der Tonfall der E-Mail war zwar freundlich, aber sehr amtlich, um es mal so auszudrücken. Die Mandanten waren etwas verstört, haben dann mit mir gesprochen. Wir haben zu dritt mit dem Bankberater gesprochen, etwas länger, aber haben dann eine Lösung gefunden. Die Kreditraten für die Praxisimmobilie werden jetzt für maximal ein Dreivierteljahr gestundet, werden also einfach hinten dran gehangen. Die Kunden zahlen oder der Kunde zahlt 9 Monate länger. Dafür macht er eine Pause und er kriegt für die Praxis einen Liquiditätskredit über 550.000 Euro, der über 5 Jahre läuft. Oder wenn er den in 10 Jahren zurückbezahlen möchte, dann ist der Zinssatz 3%. Das heißt, eine Verdoppelung der Laufzeit kostet eine Verdreifachung des Zinssatzes. Das klingt erstmal teuer. Das würde ich mir trotzdem überlegen, weil in diesem Beispiel 150.000 Euro ist das ja auch eine Verdoppelung der Rate. Wenn ich das über 5 Jahre zurückzahlen möchte, dann ist das sehr, sehr ambitioniert, weil ich muss das ja aus den laufenden Einnahmen der Praxis zusätzlich erwirtschaften. Das muss man sich immer fragen, ob man das auch gut kann. Manchmal ist es besser, das zu strecken. Bei der Liquiditätsplanung und Sicherung der Liquidität ergeben sich natürlich weitere Fragen. Zum Beispiel, kann die Mietzahlung ausgesetzt werden? Auch da hilft ein Blick in das sogenannte Moratorium der Bundesregierung. Eine Stundung der Miete ist auch bei Praxismieten möglich. Also das gilt nicht nur für private Mieten, sondern auch bei Gewerbe- und Praxismieten. Ich denke, alle von Ihnen haben in den Medien verfolgt, dass gerade große Filialisten wie Deichmann und Adidas das machen und H&M oder angekündigt haben, Prügel in den sozialen Medien bezogen haben und das teilweise wieder zurückgenommen haben. Wenn man mit seinem Vermieter spricht, ist er aber oftmals erstaunlich zugänglich. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung. Die haben Mietverträge über 10 bis 15 Jahre, die oft schon ganz lange laufen und das sind immer zuverlässige Mieter. Und meine Erfahrung ist, dass die eher sagen, wir reduzieren die Miete einfach mal für ein paar Monate um die Hälfte oder um ein Drittel oder wir stunden sie und hängen sie hinten dran, bevor denen ein Mieter ausfällt. Und gerade Ärzte und Zahnärzte sind mit die besten Mieter, die sich ein Vermieter nur wünschen kann.
anders als irgendwelche Internet-Call-Shops oder Telefonläden oder so. Was kann man noch machen, um seine Liquidität zu schonen? Wichtige Möglichkeit ist auch die Reduzierung oder Stundung der Beiträge, die Sie an die Ärzteversorgung oder Zahnärzteversorgung leisten. Die Bundeszahnärztekammer hat ihre Mitglieder sogar eigens darauf hingewiesen, dass diese Möglichkeit besteht. Das heißt, fällige Beiträge können auf Antrag gestundet werden. Die Versorgungswerke nehmen normalerweise Stundungszinsen. Aber auch da lohnt sich wahrscheinlich ein Gespräch mit dem entsprechenden Sachbearbeiter. Aus meiner Sicht aber noch viel wichtiger, die Beiträge an das Versorgungswerk sollten herabgesetzt werden im Hinblick auf das auch gesunkene Einkommen. Die Beiträge fußen eigentlich immer auf dem Einkommen des Vorvorjahres, also jetzt auf dem des Jahres 2018. Das war im Zweifel deutlich besser als 2020 sein wird. Das heißt, man muss hier einen Herabsetzungsantrag oder Aktualisierungsantrag stellen. Da wir genügend Versorgungswerke haben, nämlich so viele, wie wir Kammern haben, gilt natürlich auch jeweils eine andere Satzung. Das heißt, ein jeder muss leider in die Satzung seines Versorgungswerkes hineinschauen oder seinen Sachbearbeiter kontaktieren. Dessen Name und Telefonnummer steht eigentlich immer auf der Beitragsmitteilung, die man jedes Jahr bekommt. Wir machen das auch für unsere Mandanten. Das heißt, wir rufen da an und sagen, was können wir denn tun? Oder wir nächsten Monaten, wenn Sie die Beiträge herabsetzen. Das ist sicherlich erstmal nicht wünschenswert. Aber das Versorgungswerk erwirtschaftet, wenn es toll läuft, einen Zinssatz von 4 bis 5% mit den Beiträgen, die Sie da leisten. Und Sie bekommen die Rente irgendwann hoffentlich dann auch ausgezahlt. Dann aber jetzt einzuzahlen in der Hoffnung, dass man später eine prima Rente bekommt, wenn die Liquidität in der Praxis eng ist, ist ungefähr so, als hätte man zu Hause 5 Kästen Wasser, würde aber gerade durch die Wüste laufen, bildlich gesprochen. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn. Da würde ich lieber darüber nachdenken, ob man 2021, wenn es wieder besser läuft, zusätzliche Zahlungen leistet, die dann auch steuerlich besser abziehbar sind bei höherem Einkommen. Was tut der Staat denn noch, um zu helfen? Wahrscheinlich haben alle mitbekommen, dass es tatsächlich ein Gesetz zum Ausgleich der finanziellen Belastung der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen gibt, das sogenannte Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz. Abgesehen davon, dass solche Wortmonstren nur deutsche Beamte erfinden können, besagt das Gesetz tatsächlich, dass nicht nur Krankenhäuser gefördert oder gestützt werden, weil die auch weniger Einnahmen haben, weil sie Notfälle behandeln müssen und keine lukrativen Operationen erbringen können, sondern dass auch Leistungserbringer Ausgleichszahlungen erhalten. Ich habe das auf der nächsten Folie mal etwas besser dargestellt, hoffe ich. Tenor ist, dass die ärztliche Vergütung sichergestellt bleiben soll, auch wenn die Fallzahlen wegbrechen. Das bedeutet, wenn sich das Gesamthonorar im jetzigen Quartal oder in einem Quartal um mindestens 10% gegenüber dem Quartal des Vorjahres verringert und das auf einer Katastrophe wie einer Pandemie oder Ähnlichem begründet ist, dann kann die Kassenärztliche Vereinigung eine befristete Ausgleichszahlung leisten. Kann heißt nicht muss. Der Wille des Gesetzgebers ist allerdings, dass das erfolgt, weil die Praxen haben einen Sicherstellungsauftrag. Bisher sind Praxen nicht geschlossen, sondern es gibt höchstens Quarantäne für Praxisinhaber. Das heißt aber auch, die Praxen müssen offen bleiben, selbst wenn sie Notbetrieb haben. Und das ist halt eine Ausgleichszahlung. Die Ausgleichszahlung ist in der Höhe zu mindern, in der der Praxisinhaber Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz, zum Beispiel wegen Quarantäne oder wegen eines
Infektionsfalles bekommt oder finanzielle Hilfe aufgrund anderer Anspruchsgrundlagen erhält. Dann gibt es noch eine weitere Regelung, nämlich wenn sich die Fallzahl aufgrund einer Pandemie in einem die Fortführung der Praxis gefährdenden Umfang verringert, hat die kassenärztliche Vereinbarung geeignete Regelungen zur Fortführung der Tätigkeit vorzusehen. Das bedeutet, die muss dem Inhaber unter die Arme greifen. Im Endeffekt soll tatsächlich dieser Mechanismus bewirken, dass die GKV-Vergütung auf Basis des Jahres 2019 ausgezahlt werden. Das ist die gute Nachricht. Bislang galt der Schutzschirm nur für Krankenhäuser und Ärzte. Der Gesundheitsminister hatte merkwürdigerweise in seinem Gesetz die Zahnärzte und Therapeuten tatsächlich vergessen, obwohl er vorher zugesagt hatte, dass die einbezogen werden. Jetzt auf Druck der Zahnärzteschaft und der Therapeuten ist dieses Gesetz oder soll diese Regelung ausgeweitet werden. Die Zahnärzte sollen 90% der Vergütung für die GKV-Patienten aus dem Jahr 2019 für die klassischen Leistungsarten bekommen, und zwar verteilt auf die Restmonate, die jetzt noch da sind. Das heißt im Grunde auf die jetzigen 9 Monate. Wenn dann zu viel ausgezahlt wurde, wird in 2021 oder 2022 abgerechnet und der zu viel bezahlte Betrag muss in Höhe von 70% zurückgezahlt werden. 30% darf der Zahnarzt oder die Zahnärztin behalten. Also Beispiel, man hat letztes Jahr in 2019 Honorar von 1 Million erwirtschaftet, dann bekäme man jetzt in den letzten 9 Monaten 100.000 ausgezahlt, jeden Monat. Natürlich wird die laufende Vorauszahlung nur aufgestockt, also das gibt es nicht zusätzlich. Wenn sich dann herausstellt, dass das Honorar nur 500.000 war und nicht 1 Million, dann muss von der Differenz, also 900 minus 500, 70% zurückgezahlt werden und 30% verbleiben bei der Praxis. Letztendlich ist das eine Mischung aus Zuschuss und Darlehen. Man ist optimistisch und rechnet damit, dass im 4. Quartal 2020 Nachholeffekte diese Rückforderungsbeträge abmildern werden. Das kann sogar sein, denn wenn ich jetzt meine Krone nicht machen lasse, muss ich sie ja trotzdem irgendwann ersetzen lassen oder mein Implantat. Das ist sicherlich anders als in der Gastronomie, wo ich ein Essen oder einen Urlaub in der Tourismusbranche nicht noch nachholen oder zweimal machen werde. Heilmittelerbringer, das nur nachrichtlich, bekommen eine einmalige Zahlung in Höhe von 40% auf der Basis des 4. Quartals 2019. Wir haben ganz gute Quellen zu Berufsstandsvertretern in Berlin und die sagen uns, dass diese Vereinbarung noch diese Woche tatsächlich umgesetzt werden soll. Ich bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich auch passiert, aber da das der Herr Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet hat am Karfreitag, gehen wir mal davon aus, dass er das auch umsetzen wird. Jetzt kommen wir zum Thema, welche Möglichkeiten es bei den Steuern gibt, um Liquidität zu sichern und zu erhalten. Natürlich gilt grundsätzlich, dass alle steuerlichen Pflichten trotz Corona bestehen bleiben. Ich sage das deshalb, weil letzte Woche ein Mandant eine Mitarbeiterin angerufen hat, dass er in der Zeitung gelesen hat, dass er gar nichts zahlen müsse. Welche Zeitung das auch immer war, in Köln haben wir den Express, mag darin gestanden haben, war aber nicht ganz richtig. Also ich muss trotzdem Steuererklärung abgeben und ich muss auch Steuern zahlen, aber anders. Der Finanzminister des Bundes und die Finanzminister der Länder wissen ziemlich gut, was sie getan haben, indem sie ja der Wirtschaft salopp gesagt. Den Lockdown haben wir tatsächlich Unternehmen, die relativ schnell in Bedrängnis gekommen sind. Deswegen haben die in Berlin gemeinsam mit den Ländern ganz schnell beschlossen, dass es Hilfen geben soll in Form von Stundungen,
Senkung der Vorauszahlung und andere Möglichkeiten. Die kennen Sie teilweise schon, wenn Sie die anderen WNL-Webinare auch gesehen und gehört haben. Ich will das trotzdem nochmal aufführen und dann nur noch berichten, was sich vielleicht noch getan hat. Erstens, unsere allererste Handlungsempfehlung ist immer Herabsetzung von Steuervorauszahlungen. Das Jahr 2020 wird aller Voraussicht nach auf keinen Fall so gut wie die Jahre vorher. Die Steuervorauszahlungen basieren aber im deutschen Steuerrecht immer auf dem letzten Jahr, für das ein Steuerbescheid existiert. Das ist bei fast allen von Ihnen das Jahr 2018, bei manchen vielleicht sogar schon 2019, die ganz schnell waren, und bei manchen leider das Jahr 2017, weil noch keine Steuererklärung für 2018 eingereicht wurde. Das heißt, Vorauszahlungen sind ein ganz banaler Automatismus. Mit dem Steuerbescheid für 2018, 17 oder 19 erlässt das Finanzamt einen aktualisierten Vorauszahlungsbescheid. Der Computer sagt einfach, so toll wie das alte Jahr wird auf jeden Fall auch das laufende. Und nicht nur das, wenn 18 richtig gut war, dann setzen die auch die Vorauszahlung für 19 entsprechend hoch. Dem gilt es zu begegnen, weil eingangs war mein Eingangsstatement ja, Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist das oberste Gebot zurzeit. Das bedeutet, Vorauszahlungen herabsetzen. Die anderen Steuerarten spare ich mir, weil das betrifft Sie als Ärztinnen nicht. Es sei denn, Sie hätten eine MVZ GmbH, dann müsste deren Körperschaftsteuer herabgesetzt werden. Und ich hoffe auch nicht, dass irgendjemand von Ihnen Gewerbesteuer bezahlt, dann wäre irgendwas furchtbar schief gelaufen. Zweite ganz wichtige Maßnahme, eine zinslose Stundung beantragen für Steuernachzahlungen und nachträgliche Vorauszahlungen, insbesondere bei der Einkommensteuer. Die Voraussetzungen hierfür sind relativ erleichtert worden, wenn man weiß, wie schwierig sonst eine Stundung ist. Es gibt sogar Formulare auf den Webseiten aller Finanzministerien der Länder, die man sich herunterladen und einfach nur ausfüllen und ankreuzen kann. Auch wenn ich mir jetzt meine eigene Arbeit damit ein bisschen ruiniere, aber das kann tatsächlich sogar jeder selbst. Warum hat man das gemacht? Man wollte nicht, dass Leute Mahnungen bekommen, weil sie ihre Steuern nicht zahlen können. Also unbedingt Stunden, wenn ich jetzt nicht zahlen kann. Die Finanzämter sollen diese Anträge wohlwollend prüfen, so der Wunsch der Minister. Hier sei gesagt, Stundung ist nicht Erlass und die Steuern müssen nach Ablauf der Stundung in jedem Fall bezahlt werden. Die Stundung wird erstmal für 3 Monate gewährt und kann nochmal verlängert werden. Wir empfehlen, die gestundeten Beträge unbedingt in einer Nebenrechnung festzuhalten. Wir buchen für unsere Mandanten die gestundeten Steuern auf einem extra Konto in der Buchführung, damit die das jeden Monat sehen. Weil wir von früheren Zeiten schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht haben und dann Mandanten furchtbar überrascht waren, dass auf einmal 60.000 Euro da standen. Hier ist ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben Einkommensteuerbescheid für 2018, nachträgliche Vorauszahlung für 2019 und eine Anpassung fürs laufende Jahr. Dann wären die Maßnahmen, die man ergreifen muss, 2018 und 2019 Stunden und Anpassung der Vorauszahlung für 2020 zum 10.06. Das würde auch ganz gut passen, weil im ersten Quartal haben Sie ja hoffentlich alle noch Gewinn gemacht, bis zumindest 16.03. Die Stundung erfolgt ohne Stundungszinsen. Wir erwähnen das hier deswegen so freudig, weil das nicht selbstverständlich ist. Normalerweise kostet jede Stundung 6% Zinsen pro Jahr, ist also teurer als die meisten Bankkredite, wenn sie denn überhaupt gewährt wird. Dann nächste Handlungsempfehlung, was ist mit Umsatzsteuervorauszahlungen? Das betrifft eigentlich fast nie Mediziner, deswegen gehe ich darauf jetzt nicht ein. Selbst die können aber durchaus gestundet werden. Und was ist mit der Lohnsteuer? Beides ist schwierig. Umsatzsteuer hat im Zweifel der Patient schon bezahlt, wenn es sich um ästhetische Leistungen handelt. Und Lohnsteuer wurden dem Mitarbeiter abgezogen. Eine Lösung wäre hier,
die Abgabefristen auf quartalsweise Abgabe umzustellen, auch für die Lohnsteuer. Das bedeutet, die Lohnsteuer für März muss nicht im April bezahlt werden, zum 10.4., dann hätte sie ja schon bezahlt werden müssen, sondern man zahlt quartalsweise, das heißt einfach später. Das hieße zum Beispiel April, Mai, Juni, erst im Juli. Auch das ist ein Liquiditätseffekt. Unsere Erfahrung, auch für die Umsatzsteuer, falls doch jemand betroffen ist, bei unmittelbar betroffenen Unternehmen, das sind die armen Gastronomen, die gar nichts verdienen, Tourismus, Einzelhandel, Friseure und so weiter, wird auch Umsatzsteuervorauszahlung gestundet. Die Lohnsteuer, dazu haben wir noch keine Erfahrung. Andererseits, die Anträge werden zurzeit eigentlich hauptsächlich per Fax und elektronisch gestellt und unser Eindruck hier im Büro ist, die werden so durchgewunken, damit die einfach ihre Ruhe haben, weil die auch wissen, was draußen los ist. Auch der Finanzbeamte hat einen Friseur, hat eine Pizzeria, wo er hingeht, die sind ja auch nicht fern von dieser Welt. Die kriegen das ja auch mit. Dann, ich würde empfehlen, Lastschrift-Einzugsermächtigung erstmal zu widerrufen und die Überweisung manuell vorzunehmen. Sonst bin ich immer ein großer Freund von solchen Einzugsermächtigungen, aber weil das dann relativ einfach geht und man kann das nicht vergessen, es gibt keinen Ärger, keine Mahnung. Jetzt, wo ich meine Liquidität vielleicht selber planen muss, ist es besser, solche Überweisungen manuell vorzunehmen. Wenn man irgendwie gar nicht bezahlt und auch nicht bezahlen kann, wird das Finanzamt bis 31.12. weder das Konto pfänden noch einen Vollziehungsbeamten, also Vollstreckungsbeamten, vorbeischicken, wenn man von der Corona-Pandemie betroffen ist, was für eigentlich fast alle Unternehmen der Fall sein dürfte. Wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass Mandanten ganz dem der Hallo, Herr Finanzminister. Johannes. Ja. Ja, Frau Sie waren Wernze. jetzt gerade nicht zu, Sie waren nicht zu hören, aber jetzt geht's wieder. Also Jetzt geht's einfach wieder. weitermachen. Ja. Einfach weiter. Danke. Was gibt es noch? Der Corona-Bonus, den der Herr Scholz, unser Finanzminister, versprochen hat, ist durch Schreiben des Finanzministeriums tatsächlich eingeführt worden. Das heißt, Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern vom 1. März bis 31. Dezember diesen Jahres einen Gehaltszuschuss bis 1.500 € gewähren. Der ist steuerfrei. Voraussetzung ist, dass der zusätzlich zum ohnehin schon vereinbarten und geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. Der Zuschuss ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Das heißt, der Arbeitnehmer bekommt das Brutto für Netto und der Arbeitgeber hat keine Kosten. Es ist auch nicht auf irgendeine Branche beschränkt, zum Beispiel Pflegekräfte, Verkäufer oder andere Mitarbeiter, sondern oder Amazon-Fahrer, DHL-Fahrer, sondern für alle. Kann man sich also gut überlegen. Was nicht geht, das war letzte Woche noch eine andere Sichtweise, das weiß ich, ist, dass dieser Zuschuss zur genutzt werden kann für eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Das geht nicht. Das heißt, das muss ich anders lösen. Wenn ich das Kurzarbeitergeld aufstocke, ist das ganz normaler Arbeitslohn, der sozial- und sozialversicherungspflichtig und lohnsteuerpflichtig ist, weil dieser Zuschuss eben zusätzlich gezahlt werden muss. Positiv ist, auch Minijobber können diesen Zuschuss bekommen, ohne dass die 450-Euro-Grenze gerissen wird. Weitere Erleichterungen bei den Steuern, die vielleicht mal am Rande interessant sind. Wenn man verspätet Steuererklärung abgibt, was hoffentlich keiner macht, aber was vorkommt, gibt es normalerweise seit 2018 straffe Verspätungszuschläge. Das passiert derzeit nicht. Die werden gar nicht erhoben. Dann Fristverlängerungen über die gesetzlichen Fristen hinaus werden großzügig gewährt. Das heißt, wir können jetzt noch 2018er Steuererklärung bis 31. Mai abgeben, ohne Ärger zu bekommen. Damit hatten wir nie zu hoffen gewagt. Außerdem haben wir eigentlich schon alle abgegeben. Aber wer 2018 noch nicht übergeben hat, der kann nochmal Fristverlängerung bekommen. Und
Betriebsprüfungen gibt es weiterhin. Bei uns laufen derzeit allen Ernstes 6 Betriebsprüfungen in Praxen und wir betreuen etwa 80 Praxen, also ist eine ganz schöne Quote. Diese Prüfungen laufen auch weiter. Ausnahme, der Betriebsprüfer prüft im Amt oder im Homeoffice, schickt jeden Tag E-Mails und Faxe und geht uns auf die Nerven. Aber das würde er auch machen, wenn er richtig prüfen würde. Und die Prüfungen sollen in angepasster Art und Weise und unter Berücksichtigung der Situation stattfinden. Das heißt, zurzeit sollen die salopp gesagt etwas vom Gas gehen und nicht kaputt prüfen. Was kann man noch machen? Sozialversicherungsbeiträge stunden. Das kann man dann machen, wenn die sofortige Zahlung der Sozialabgaben, also Kranken, Renten, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ihrer Mitarbeiter, mit erheblichen Härten für ihr Unternehmen verbunden wäre und gleichzeitig die Stundung aber den eigentlichen Anspruch nicht gefährdet. Darüber entscheidet immer die Krankenkasse, weil die zieht die Beiträge ein. Also Beispiel, wir haben 10 Mitarbeiter, jeder hat eine andere Krankenkasse, dann muss man 10 Stundungsanträge monatlich stellen. Das ist schon was. Ja, je nachdem, wie viele Mitarbeiter man so hat, je mehr, desto mehr Arbeit wird das. Man sollte dann die Lastschrifteinzüge zurücknehmen und aber wenn abgelehnt wird, die fälligen Beiträge überweisen, weil ansonsten sind Krankenkassen keine netten Gläubiger. Wenn, muss man die Stundungsanträge rechtzeitig stellen. Der Beitrag ist immer am drittletzten Arbeitstag des Monats fällig. Das heißt, am ungefähr 27. eines Monats bis zum 26. sollte man einen Antrag stellen. Und auch da wieder, Stundung ist kein Erlass. Das muss alles irgendwann bezahlt werden, sonst gibt es auf jeden Fall Probleme. Und man hat nachher einen riesen Berg von gestundeten Steuern und Sozialabgaben. Mein Rat hier, nur dann machen, wenn das wirklich unbedingt nötig ist und wenn es sonst eng würde. Dann komme ich noch zu den Soforthilfen, die sicherlich alle in irgendeiner Weise schon mal mitbekommen haben. Es gibt einmal die Soforthilfen auf Bundesebene, die der Wirtschaftsminister angestoßen hat. Er hat damals vor Beginn der Maßnahmen gesagt, dass kein Arbeitnehmer seinen Job verlieren soll und dass kein Unternehmen schlechter gestellt werden soll. Das war ein großes Wort. Ich glaube, er wusste nicht so genau, was er da gesagt hat. Ich glaube, der wollte uns nur Mut machen. Aber immerhin, es gibt für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler Soforthilfen, nachdem am Anfang hauptsächlich Kurzarbeit und Kredite für große Unternehmen und Staatsbeteiligung für Großkonzerne im Raum standen. Damit die Regierung aber nicht so dasteht, dass sie nur für die Großen und für die Gewerkschaften da ist, hat man eben auch für die Selbstständigen und Freiberufler und für Solo-Selbstständige Soforthilfen eingeführt. Das ist Bundesrecht. Durchführen tun diese Zuschüsse aber die Länder. Zum Beispiel Berlin, da gibt es gestaffelte Zuschüsse bis 15.000 Euro, je nachdem, wie viele Mitarbeiter man hat. Landesmittel gibt es für Betriebs- und Personalkosten und Bundesmittel gibt es ausschließlich für laufende Betriebskosten. Hier haben wir mal ein Foto bei der Investitionsbank Berlin, die diesen Zuschuss bearbeitet, landet man tatsächlich in einer Warteschlange und die 35 Minuten, man wird benachrichtigt, wenn man an der Reihe ist. Und das, da steht Ihre erwartete Ankunftszeit auf der Webseite mehr als eine Stunde. Das ist traurige Realität. Also Berlin dauert mit am längsten. Dann habe ich hier NRW. Einfach mal als Screenshot. Der Antrag in NRW funktioniert auch so, dass man ihn bei der Bezirksregierung stellt, also Köln, Düsseldorf, Münster oder Detmold oder Arnsberg. Das sind die 5 Bezirke, die wir haben. Man kommt darüber auf eine Webseite. Die ist ziemlich im Gerede, da komme ich gleich nochmal kurz zu. Und gefördert wird jemand, der in Nordrhein-Westfalen seinen Hauptsitz hat, maximal 50 Mitarbeiter hat und Freiberufler oder Selbstständiger ist. Die Zuschüsse variieren zwischen 9.000 und 25.000 Euro. Wir haben auch schon Mandanten, die das bekommen haben.
Bearbeitungsdauer teilweise unter einem Tag, Antrag gestellt, Bescheid bekommen und Geld. Hier sind die ganzen Webseiten der entsprechenden Förderinstitute. Das ist je nach Land unterschiedlich. Als Zusammenfassung, das ist ein Bundesprogramm, das über die Länder bewilligt und ausgezahlt wird. Und dazu gibt es je nach Bundesland unterschiedliche weitergehende Hilfen. Teilweise als Zuschuss, das ist in den meisten Ländern so. In Rheinland-Pfalz gibt es zum Bundeszuschuss nur noch zinslose Darlehen. Das ist dann etwas weniger nett, aber die machen das eben so. Daran sieht man, wir sind ein Bundesstaat. Das heißt, jedes Bundesland kann das regeln, wie es möchte. NRW hat relativ großzügig draufgelegt, Hamburg auch, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg auch. Das mag daran liegen, dass wir in NRW sehr, sehr viele Unternehmen haben und die meisten Beschäftigten. Der Antragsprozess ist je nach Bundesland, nach unserer Erfahrung, wir haben Mandanten jetzt schon öfter durch diese Webseiten navigiert, unterschiedlich bürokratisch. In NRW war er sehr, sehr einfach, erfreulicherweise. Also sogar mein Cousin hat das gekonnt und bei dem bin ich eigentlich immer froh, wenn der unfallfrei von seinem Büro nach Hause kommt. Der hat mir aber freudestrahlend berichtet, dass es geklappt hat. Und umständlich, zum Beispiel in Hessen, Niedersachsen. In Niedersachsen müssen Sie eine Liquiditätsplanung vorlegen. In Bayern müssen Sie Unterlagen vorlegen. Das ist vollkommen unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland man ist. In Hessen müssen Sie Personalausweis und den letzten Steuerbescheid hochladen. Dieser Antrag ist auch nicht delegierbar. Das heißt, so gerne wir das vielleicht machen würden, dürfen wir als Steuerberater das nicht, sondern der Unternehmer muss das selbst machen. Wir helfen aber natürlich immer, wenn jemand das nicht kann oder Fragen hat, weil wie alle Formulare sind die relativ sperrig gemacht. Nichts mehr, das machen Beamte und Verwaltungsjuristen, die sprechen einfach eine andere Sprache als wir. Also hier NRW, zügige Bearbeitung und Auszahlung, zurzeit gestoppt, weil das System betrugsanfällig war. Ab übermorgen soll es weitergehen. Jeder muss bitte für sich prüfen, ob er auch die Voraussetzungen erfüllt und der Zuschuss dient zur Abdeckung laufender Betriebsausgaben nach dem Willen der Wirtschaftsminister. Das bedeutet, private Entnahmen oder Ausgaben sind in fast keinem Land förderfähig. Baden-Württemberg allerdings fördert doch. Und in Hamburg habe ich heute entdeckt, dass bei Personengesellschaften eine pauschale Entnahme von immerhin 1.180 Euro im Monat je Gesellschafter bei der Ermittlung der Liquidität berücksichtigt wird. Das ist grandios, wenn man bedenkt, dass Mandanten sich sonst 5.000 bis 8.000 Euro teilweise entnehmen. Eine Überkompensation, wenn die vorliegt, das heißt, ich habe mehr Hilfe bekommen, als ich Schaden hatte durch die Maßnahmen, durch die zur Einschränkung der Pandemie, kann ich teilweise zurückzahlen. Das steht in den Zuschussbescheiden drin. Und die Hilfen sollen später geprüft werden. Ich muss die Unterlagen 10 Jahre aufheben und unser Wirtschaftsminister hat schon angekündigt, dass er Betrüger hart bestrafen will. Das ist natürlich eine Drohung. Wir haben alleine in der Bezirksregierung Köln 300.000 Anträge bis letzte Woche. Wenn die alle prüfen wollen, ich weiß nicht, wie viele Beamte die dafür einsetzen möchten. Aber die Finanzämter können das natürlich über die Steuererklärung nachvollziehen. Und ganz wichtig, unbedingt darauf achten, dass man auf den richtigen Seiten landet. Bloß nicht über Google, weil wir haben, glaube ich, inzwischen alleine in Nordrhein-Westfalen 90 Fake-Seiten. Mal mehr, mal weniger. Wie immer gibt es schon Betrüger, die auf diesen Maschen reiten. Und wenn jemand Ihnen verspricht, dass er Ihnen den Zuschuss besorgt und dafür einfach nur ein bisschen Provision nimmt, E-Mail löschen oder Telefon auflegen, sind Betrüger. Jetzt nochmal zusammenfassend. So gehen Sie am besten vor. Das sind im Grunde meine Do's und Don'ts zum Thema, was mache ich mit meiner Liquidität in der Corona-Krise. Da steht noch etwas nicht, was ich aber auch jedem raten kann. Tief durchatmen, die Ruhe bewahren, sich nicht anstecken lassen von den Medien. Das kann nur frustrieren. Sie selber kennen Ihr Unternehmen am besten und haben bisher erfolgreich gearbeitet. Warum sollte das nach der Krise anders sein?
Also einfach eine Liquiditätsplanung versuchen zu erstellen und, das ist meine Empfehlung, binden Sie Ihre Berater ein, Haus-, Bank- oder Finanzberater. Kontaktieren Sie die. Die Bankberater sitzen im Homeoffice, die haben aber alle Telefonnummern oder E-Mail. Besser fragen Sie zu viel als zu wenig. Soforthilfen beantragen, die KV oder die KZV kontaktieren, das sind Ihre Berufsstandskörperschaften, die sind für Sie da. Steuerstundung beantragen, Kurzarbeit beantragen. Das sind so meine Do's in dieser Situation. Ich hoffe, ich habe keinen von Ihnen an diesem schönen, hier in Köln zumindest sonnigen Abend zu sehr gelangweilt und bedanke mich erstmal für Ihre lange Geduld und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Nein, Herr Johannes, haben Sie nicht. Also ich bedanke mich besonders deshalb, weil manches vielleicht ja ab und zu auch mal wiederholt wird. Aber inzwischen ist es jetzt gerade wie bei Ihnen doch schon mit reichlich Praxisfällen und Praxisnähe gefüllt. Und das erleichtert es, glaube ich, diesem oder jenem, sich wiederzufinden. Und wenn ich dann morgen früh an Ihrem Büro vorbeigehe und Sie wieder am Telefon sitzen und wenn ich dann abends gehe, Sie immer noch am Telefon sitzen, dann weiß ich auch warum. Trotzdem, es gibt ein paar Fragen, Herr Johannes. Ich, solange uns die Zeit noch bleibt, würde ich mich denen jetzt gern mal widmen wollen. Und zwar die erste Frage: Bekomme ich als Ärztin die Soforthilfe auch, obwohl es den Rettungsschirm der KV gibt? Ich würde sagen, erstmal ja. In den Zuschussbescheiden in NRW steht drin, dass, also zumindest in Nordrhein-Westfalen steht drin, dass mit anderen Hilfen kumuliert werden darf. Also das schließt sich nicht unbedingt aus. Man muss am Ende rechnen, ob es eine Überkompensation gibt. Und die KV oder in dem Paragraphen 87a Absatz 3 oder B Absatz 3 steht ja auch drin, dass das miteinander abgeglichen wird. In meinem Newsletter an die Mandanten habe ich schon geschrieben, dass ich mich auf die Rechenarithmetik freue, die da auf uns wartet. Aber ich würde es auf jeden Fall trotzdem. Herr Johannes, Sie sind ab Patienten und verweigert. zu mal nicht zu hören, deshalb platze ich Ja. jetzt mit der Frage dazwischen. Und zwar, wir hatten ja vorhin über die Soforthilfen gesprochen. Jetzt kommt die Frage, ich bin selbstständig, ja, alleine und habe keine Mitarbeiter. Bekomme ich trotzdem die Soforthilfe? Ja, die bekommen Sie, weil man zählt Sie mit als Mitarbeiter. Also der Unternehmer wird mitgezählt. Ich habe dann also mindestens Anspruch auf die 9.000 Euro. Aha, gut. Ja, und nochmal zu Nämlich. dem Schutzschirm der KV. Der gilt nur für die gesetzlich versicherten Einnahmen aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Wegbrechende Privateinnahmen kriege ich nicht erstattet. Also kann es gut sein, dass ich dann trotzdem die Soforthilfe brauche. Jetzt habe ich dazwischen gequatscht. Naja, war ja wichtig. Also ja, das war Ja. jetzt der KV-Rettungsschirm betrifft ja nicht die Privateinnahmen. Das darf man ja an der Stelle dann nicht Genau. vergessen, ne? Genau. Muss ich, nächste Frage schon, muss ich den genauen Umsatz des Monats, zum Beispiel jetzt April, abwarten, wenn ich für April Soforthilfe beantragen will? Ein jeder hat ja seine Praxis-EDV und die Zahlen, die man da, also die Anträge werden wahrscheinlich mit der Statistik aus der Praxis-EDV unterlegt werden müssen. Ich würde wahrscheinlich nicht bis zum 30. April warten, weil dann garantiert irgendeine Webseite einbricht. Ich würde allerdings auf jeden Fall bis zur drittletzten Woche warten und meinen Umsatz zusammen mit meinem Berater hochrechnen. Also wir haben das mit unseren Mandanten so verabredet. Die sagen, sie wissen nicht, ob sie die Grenze reißen oder nicht. Da haben wir uns für den 25. April verabredet, ich glaube mit 5 oder 6 Praxisinhabern, dass wir es dann hochrechnen und dann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ich würde ihn erstmal beantragen. Wenn ich merke, ey, das war ja doch viel besser, kann ich immer noch zurückzahlen freiwillig. Dann bin ich auch kein Subventionsbetrüger. Das Thema Banken scheint viele zu beschäftigen. Jetzt kommt hier eine Frage, die ist, glaube ich, auch gar nicht so weit hergeholt. Kann die Bank mir den Praxiskredit wegen eventueller Verschlechterung meiner Situation einfach kündigen?
Die Frage kommt tatsächlich daher, dass in vielen Kreditverträgen sowas drinsteht. Tatsache ist, das passiert fast nie. Wir haben das früher mal erlebt, wenn jemand der Vermieter war, auf einmal mit zwei Gewerbeobjekten, dann ist dem ein großer Mieter weggebrochen. Da haben die Freunde von der Hypovereinsbank gesagt, da hast du jetzt aber Pech gehabt, wir kündigen auch deinen Kredit. Dann hatte der gleich zwei Probleme. Also wenn das im Vertrag steht, dann können die das. Wenn es nicht im Vertrag steht und man seinen Vertrag ganz brav erfüllt, dann können die das sowieso nicht. Unsere Rechtsanwälte haben relativ gute Erfahrungen im Streiten mit Banken. Die haben fast immer verloren, wenn die sowas wollten. Also ich wüsste keinen Fall, wo die sowas durchbekommen haben. Und zurzeit ist eigentlich eher die Erfahrung, dass die für die Kunden da sind. Selbst die Sparkasse aus dem Ruhrgebiet hat ja nachher ist ja dann noch zurückgerudert. Zum Schluss, Herr Johannes, noch zwei Fragen zur Kurzarbeit. Wenn Sie vielleicht mal die Folien weiterblättern auf die letzte Seite. Ja, gerne. Für unsere Zuhörer erkennbar, dass genau das Thema Kurzarbeit auch nächste Woche nochmal unser Thema sein wird mit dem allseits inzwischen bekannten Dr. Schlegel. Aber auch hier kommen die Fragen wieder. Ich lese sie vor. Wie wird das KUK bei Mitarbeitern berechnet, die eine Umsatzbeteiligung haben? Insbesondere betrifft das Angestellte, Ärzte, Zahnärzte, aber ja auch oft die Prophylaxehelferinnen. Wie sehen Sie das? Das wird nach dem Durchschnitt der letzten 3 Monate das Sollentgelt berechnet. Kurzarbeitsgeld bedeutet ja, ich vergleiche das Istgehalt, was ich bekomme, mit dem Sollarbeitsentgelt, was ich bekommen hätte. Das wird genauso berechnet wie der Urlaubs- oder Krankheitslohn nach dem 13-Wochen-Durchschnitt vorher. Also angenommen, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat vorher mit Umsatzbeteiligung 5.000 Euro verdient im Durchschnitt, dann ist das auch das Sollentgelt, auf Basis dessen das Kurzarbeitsentgelt berechnet wird. Und also das immer nur. Die stehen sich nicht schlechter. Bis zur Beitragsbemessungsgrenze aber, habe ich gehört. Guter Einwand, ja. Das heißt maximal 6.700 Euro. Das heißt, wenn jemand 10.000 Euro verdient, weil er richtig Umsatz macht, wir haben Fälle, wo Zahnärzte das tatsächlich auch bekommen, die sind alle in Ohnmacht gefallen, als sie jetzt ihre Gehaltsabrechnung bekommen haben. Ja, weil das Kurzarbeitergeld sich halt auf die Beitragsbemessungsgrenze bezieht. So durfte ich zum Schluss, Herr Johannes, auch fachlich noch ein klein wenig beitragen. Ich gucke auf die Uhr. Ich glaube, wir widmen uns jetzt, Sie haben vorhin das so schön bezeichnet, den angekündigten Lockerungsübungen. Vielleicht schon mit einem kleinen Ausblick auf das, was uns jetzt in den nächsten Wochen bevorsteht. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Aber jetzt lassen wir erstmal das wirken, was wir von Ihnen heute gehört haben. Und ja, verabschiede mich und übergebe nochmal zum Schluss das Wort an Sie. Ja, vielen Dank, Frau Wernze, für die Moderation. Ich bedanke mich, dass alle so schön da geblieben sind und so tapfer waren. Steuern ist kein schönes Thema, Corona sowieso nicht. Insofern fand ich es toll. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir demnächst alle wieder zu unserem Stammitaliener gehen können. Und wenn nur immer ein Tisch frei bleibt, klappt das auch. Und ich hoffe, dass Sie alle gesund bleiben und wir kommen da zusammen durch. In diesem Sinne, ja, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.